Gumo Freunde und willkommen zu einem weiteren Olli Me Vlog. Heute steht wieder ein Red Bull Event an. Wir gehen zum Red Bull Flick. Das ist ein CSGO 2v2 Tournament. Und wir gehen jetzt erstmal zum Rehearsal, denn morgen ist die Main Show und ich darf das Ganze moderieren. So Freunde, wir sind in der Venue angekommen und die Sonne scheint krass. Aber das ist kein Problem, denn da unten ist es dunkel wie im letzten Loch. Aber hier seht ihr schon, Flick-Plakat ist am Start und gleich geht's ins Rehearsal. Guck mal Leute, Stefan ist auch da, aber er arbeitet gerade. Das ist sehr, sehr wichtig. So Freunde, ich bin in der Red Bull Lounge angekommen. Hier gibt es leckeres Food. Das ist sehr, sehr geil. Und später wird es sich füllen und alle werden hier ganz entspannt Flick gucken. Was diesmal auch sehr, sehr geil ist, wie ich finde, ist, dass hier überall Volvic rumsteht und man sich auch ein bisschen Wasser snacken kann. So Freunde, das ist meine Bühne und ich wurde jetzt verkabelt. Ihr könnt ja mal sehen, wie das aussieht. Mal so ein Ding im Ohr. Da höre ich so quasi Regieanweisungen und so ein Kram. Und das ist alles verkabelt, weil hier hinten dann so ganz viel Shit, worauf ich achten muss, damit ich das nicht irgendwie loslasse oder wie laut ist das oder whatever. Hier werden dann quasi meine Interviewgäste sein. Und hier auf diesem Monitor da unten werde ich mich dann sehen. Da ist jetzt ein Countdown, also quasi das, was auch hier zu sehen ist. Das heißt, das, was hier auf der Bühne passiert, wird überall auf diesem Fernseher übertragen. Wir warten jetzt aufs Rehearsal und ich habe den lieben Sesh an meiner Seite. Hallo. Du bist hier heute Caster. Richtig. Und Flick? Ja. Hast du dich viel mit auseinandergesetzt? Geht. Also ich habe ein paar Freunden zugeschaut, die spielen. Okay, und warst du mal im Level? Ja, häufig. Also ich glaube so 2020, so als Corona so 2020 sein Ende genommen hat, war häufiger so eine Valorant-Show. Okay. Deswegen war ich häufiger hier und dann nicht mehr leider. Also machst du mainly Valorant? Ja, ja, ich mache eigentlich nur Valorant. Okay. Ich bin irgendwann CS entflohen. Verstehe. Ich mache nur Valorant, aber ich raff CS noch, so ist nicht. CS kann man raffen, das okay. Geht einfach. Ja, verständlich. Ich aber Valorant ja kann man auch ja raffen. Ja. Ich meine, Valorant ist glaube ich... Freunde, es ist fantastisch. Heute gibt es sogar eine Maske. Ich bin begeistert. Flick einfach. Geiles Event. So Freunde, es geht jetzt gleich los. Hier ist der Countdown. Hier habe ich eine Menge Karten. Und ja, so langsam kommt die Aufregung dann doch raus. Aber ja. Felix, du startest jetzt deine Caster-Karriere, ja? Ja. Und wie viel Spaß macht dir das so von einer Skala von 1 bis 3? Von einer Skala oder auf einer Skala, Olli? Mittel in einer Skala drauf quasi. War schon Spaß. Und was machst du heute noch so? Ein Showmatch spielen, Olivia. Und hast du da Lust drauf? Ja. So wie immer du Lust auf alles immer hast? Ja. Schön. Wirst du das gewinnen? Ja. Was ist dein Call an dein Gegnerteam? Passt auf. Wow. Das einzigartigste 2v2 CSGO-Turnier ist zurück. Herzlich willkommen zu Red Bull Flick, hier live aus dem Level in Berlin. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen. Ich bin Olli Mi. Ich bin Philo und wir beide sind die Hosts des Twitch-Kanals Red Bull Zockt 100. Close, weil er irgendetwas finden muss, aber da ist Predi gut dabei, wird getradet. Damit kann er wieder viel Zeit rausholen. Ja, und er macht sich halt den Vorteil dadurch, dass er so einen Shotgun spielen kann. Also auf den Close Angle. Der Mollo ins Window. Alter. Das ist eine absolute Frechheit. Ja, macht seinen starken Frag. Zweiten sieht er auch, oder? Ja. Das ist super wichtig. Sehr gut gemacht. Problem zu ihnen dann, aber sie haben einfach gewartet auf den exakt nächsten Spot. Sie haben gesagt, egal, Wir müssen es nicht retaken. Sehr gut gemacht und das. Damit war es. Du sagst es, es war sehr, sehr gut gemacht. Und damit ist es durch. JPG Schnacker holt sich die erste Runde auf dieser Map. Und das war auf jeden Fall nochmal sehr solide gespielt in meinen Augen. Okay, Freunde, Quarterfinals sind over. Es wird gerade noch gespielt und gleich geht's los ins Showmatch. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Ich habe mich auch schon ein paar Mal verhasselt, muss ich sagen. Aber ich gebe mein Bestes. Es macht auf jeden Fall Bock. Ah, willkommen zu einem meiner persönlichen Highlights hier heute auf dem Red Bull Flick. Wir werden heute uns gleich das Showmatch anschauen zwischen Trilux, Dona, Philo und Felix Sahn, die gegeneinander im Dome spielen dürfen, wollen und sehr, sehr viel Bock drauf haben. Aber ihr habt auf jeden Fall alle zusammengespielt. Das heißt, habt ihr euch als Team-Combo jetzt nochmal ein bisschen paar Tactics überlegt oder geht ihr da frei rein? Nein, einfach aufs Gesicht. Okay. Das wird reichen. Ich meine, der eine
Den Felix kennen wir ja, der ist ganz gut in CS. Der andere, der macht ja so ein bisschen TikTok oder so. Ich weiß gar nicht, ob der Counter-Strike spielt, keine Ahnung, aber das wird schon laufen. 3 Minuten ist es erledigt, ja. Ihr fliegt los. Okay, dann würde ich euch auch nochmal bitten um so eine Final-Ansage gegen das andere Team. 2-0. Aber 69 zu 33 ist schon ein fetter Unterschied. Bumm. Ja, man zeigt halt, wie man verliert, ne? Macht das? Jetzt einmal kann er ausnahmsweise... Direkt aus dem Spiegel, ne? Sehr gewinnt. Der Freefrag war drin. Bumm. So ein Helfschuss. Oh, was macht er? Felix trinkt einfach Red Bull. Ihn interessiert's nicht mehr. Er lehnt sich zurück, er muss nicht mehr teilnehmen. Full Flick. Ja, was sagst du? Felix mit 30-19 hat die Pistole raus und er will den letzten Kill setzen. Sie haben gewonnen! 33 zu 0. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so einfach geht, aber da würde ich lieber sitzen bleiben. Guck mal, wie der Trilux lacht. Ja, und nach dem Showmatch kam dann noch das Finale und damit war das Event eigentlich auch schon so gut wie vorbei. Mir hat es mal wieder unglaublich viel Spaß gemacht, dabei gewesen zu sein, das ganze Ding zu moderieren zum zweiten Mal. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein Confidence Boost, das Ganze schon mal gemacht zu haben. Und ich muss auch sagen, nochmal krass herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Die haben das Ding krass durchgezogen und die Gewinner vom letzten Jahr, also quasi die Titelverteidiger, sind schon im Viertelfinale ausgestiegen. Das heißt, man sieht, wie krass sich das Ding auch nochmal gesteigert hat zum Vorjahr. Ich kann mich an der Stelle nur bedanken dafür an Red Bull und an alle, die mich unterstützen, dass ich das ganze Ding zum zweiten Mal moderieren durfte. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich würde es jedes Mal liebend gern wieder machen. Und damit sage ich hoffentlich zum nächsten Mal Flick. Wenn ihr Bock habt, ihr wisst, wie es läuft. Abonnieren, liken, teilen, dies, das. Es wäre ein Träumchen. Support ist kein Mord und so, ne?